Ja, wir sind am heutigen Freitagmorgen um 8.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Schondorfer Straße, Höhe des Globus Baumarktes, gerufen worden. Ja, beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage wie folgt dar. Ein PKW ist die Böschung am Globus Baumarkt hinuntergefallen und auf der Seite am Zaun zum Stehen gekommen. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen, also nicht eingeklemmt, wie die ersten Meldungen waren. Wir haben dann einen Zugang geschaffen zur Person. Die Person seitlich dann über den PKW rausgeholt und dem Rettungsdienst übergeben. Ja, eine große Schwierigkeit gab es in dem Fall nicht. Es ist zwar eine Böschung, wir haben aber mit einer Steckleiter uns einen Zugang nach unten geschaffen, sodass wir auf dem rutschigen Boden, weil es heute Morgen auch sehr feucht war, der Boden, dass man da nicht abrutscht, die Sicherheit der Einsatzkräfte gewährleisten können. Somit sind wir auch gesichert runtergekommen zu dem PKW. Der Zaun zum Globus Baumarkt war bereits geöffnet, sodass wir auch Platz hatten, um zu arbeiten. Dort konnten wir dann die Person sauber aus dem Fahrzeug rausholen und dem Rettungsdienst übergeben. Ja gut, wir fahren immer wieder mal zu Einsatzstellen, wo wir schon mal waren, wo auch mal vorher schon was passiert ist. Hier war das dann ungefähr vor knapp 2 Jahren, dass ein Verkehrsunfall war, circa mit dem gleichen Bild, wo auch ein PKW die Böschung runter ist. Also für uns im Großen und Ganzen jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir fahren hierher und machen dann unsere Aufgabe und die machen wir dann so gut wie möglich.